Was geht's denn, liebe Leute? Hier ist wieder euer CrushFootific89 zurück bei Let's Play Yoshi's Crafted World. Zugreise mit Pfiff. Ja, mal wieder gilt hier das gute alte Sprichwort: Ich mag Züge. Also, dann mal los, würde ich sagen. Also anscheinend reisen wir jetzt komplett mit dem Zug. Und müssen dabei wahrscheinlich, dazwischen allerlei Zeugs einsammeln und Hindernisse meiden. Währenddessen auf uns zukommen. Gute! Hallo? Haben wir ja ganz schön akrobatische Shy Guys hier. Ach nee. Oder? Ah ja, doch. Gut, dann müssen wir jetzt aufpassen, dass wir auch alle Red Coins und alle tja, alle Grenzeblumen dazwischen kriegen können. Warte, also, der kam nur runter. Warte! Was ist da nur los? Wie akrobatisch die alle sind. So, die erste Grenzeblume haben wir schon mal. Karamell? Oh! Endstar, also müssen wir mal dazwischen aussteigen, meinetwegen. Das war sogar für den Zug Endstation. Der fährt einfach wieder rückwärts, kerzengerade. Okay, es geht von einem Zug zum nächsten. Meinetwegen. So muss man nicht bloß durch mit einer einzigen Zug hier durchfahren. Aber wie. Also wir könnten da jetzt schon mit diesem Zug fahren, aber hier geht's noch weiter. Oh, ich sehe schon, was los ist. Denn wir müssen erstmal. Ah, das sind Schienen. Wir müssen Schienen legen, ne? Verstehe, deswegen geht's doch nicht. Ja, hier ist auch die Ampel rot. Okay. Deswegen kann man hier noch weiter erkunden. Aua, verdammt nochmal. Ah, das kann man eh so zerstören wieder. Okay, da haben wir meinen Zehner. Und da ist die nächste Schiene. Okay, bekommen wir wenigstens die Leben wieder zurück. Ach, es war schon blöd, dass mir das jetzt. Dass mir jetzt diese Billigtreffer gerade passieren musste. Okay, eine weitere Zeit-Challenge, die ihm erscheint. Na denn, ich wollte dem wieder im Vorder- oder Hintergrund wechseln. Okay. Oh! Da! Das sind tatsächlich wieder solche Grinseboom-Fälschungen und da mussten wir die richtige rausfinden. Alles klar. Das war wieder eine eher einfache Challenge. So. Eine dritte Schiene fehlt allerdings noch. Wo finden wir jetzt die eigentlich? Oder habe ich? Nein, ich habe nur zwei. Schon lustig zu sehen, wie. Wie sich die Shy Guys von ihrer akrobatischen Seite zeigen. Ah! Auf der anderen Seite der Brücke. Verstehe. Ich verstehe schon. Dort finden wir das letzte Schienenstück. Müssen wir auch. Na, Ala! Haha! So, jetzt aber! Jetzt kann die Reise hier weitergehen. Da ist noch ein Checkpoint?
Aber gut. Ich will mich darüber nicht beklagen. Volle Leben. So. Hätte ich den da abschießen müssen, um da eine Kränzeblume dafür zu kriegen? Ich hoffe mal nicht. So. Hier sind auch noch solche Flatterlinge im Hintergrund. Au, verdammt! Oh, okay, die Leben habe ich wieder zurückbekommen. Es wird gar nicht auf den Felsen hier geachtet, Alter. Oh, oh, tatsächlich, wir haben einen übersehen. Und die Kopfsicht. Er konnte mir tatsächlich ausweichen. Alter, ich lass mich hier zu oft treffen. Ist nur mit mir... Oh, Aufmerksamkeitsdefizit. Jetzt habe ich den gar nicht hinter mir bemerkt. Super. Also ich werde noch nicht mal mit vollem Leben hier bis zum Ende hinkommen. Oh. Nur her damit. Ist gut, dass ich dafür noch Eier hatte. Ja, der Zug kommt jetzt zum Stehen, aber wir kommen jetzt langsam zum Ziel. Ah, verdammt. Oh nein. Da waren noch Münzen. Und ich glaube, da waren wieder ein paar Red Coins dazwischen. Hier sind mir zu viele Felsen. Oh ja. Ja, mit den Red Coins. Haben wir alle Red Coins? Okay, hier ist Endstation. Komplett. Nein, da fehlt uns schon wieder eine. Ja. Waren bestimmt die einen Münzen, die ich, glaube ich, verpasst habe. Ja, super. Ist doch nicht wahr. Okay, hier musste man wirklich schnell reagieren. Ich war ein bisschen zu lahm hier. Ich habe mich auch zu oft treffen lassen. Ja. Eine Grenzeblume verpasst. Nicht alle roten Münzen und nicht mit voller Lebenskraft. Aber hier ging auch wirklich sehr viel ab. Das war wieder was. Na gut, dann gebe ich erstmals das Geld bei den einen Wunderautomaten aus. Habe ich bestimmt genug, um wieder alles aufzukaufen. Um das auch abzuschließen. Was? Null? Wie jetzt? Kostet nichts? Einmalig kostenlos. Oh, geil. Das finde ich als netten Zug, und dafür bekommen wir sogar was Seltenes. Ein Minimauser. Okay, dann hole ich mir jetzt den Rest hier. So. Und her damit. Ja, und das wär's. Wir haben alle Preise. So. Minenwagen gibt's dafür. Hier haben wir eine silberne Schubkarre. Ein rosa Waggon. Eine Kondor-Box. Und hier gibt's einen Dosenkondor. Liederwagen. Die Bonbon heißt die. Okay. Bonbon-Schachtel. Bastelkatze. Und hier sind Büffel. Also hier ist ein Büffel. Nice. Aber gut. Ich werde den Level hier nochmal machen müssen. Ja, aber zuerst ziehe ich mir vielleicht doch lieber wieder ein Outfit an, um auch mit voller Lebenskraft ans Ziel gelangen zu können. Haben wir auch etwas Zug anders, noch etwas anderes Zug-ähnliches? Nee. Ja, dann nehmen wir auch gleich die Dampflok, wenn wir schon dabei sind.
Holen wir uns noch die restlichen drei Blumen. Wenn wir uns dann nächsten Level wieder widmen. Perfekt passendes Outfit. So. Vielleicht habe ich auch eine Geschenkbox im Hintergrund übersehen. Komm mal hoch da. Geschenkbox muss ich im Hintergrund übersehen haben, auch noch, weil dort könnte sich auch die letzte rote Münze befinden. Oder es war wirklich eines dieser Münzen, die ich da verpasst habe. Möglich ist alles. Aber die Zugreise am Ende ging ganz schön ab. Hier mit voller Lebenskraft durchzukommen ohne ein Kostüm, das ist Hardcore. Und das schon noch so früh im Spiel, obwohl wir noch nicht mal das erste Juwel haben. Ich frag mich, wie lange das Spiel noch wird hier. Kommt da noch einiges auf uns zu. So, jetzt ist es wieder die... Bestandteile vom anderen Zug zusammenkriegen. So. Ja, halt, gab's noch etwas? Ja, ich muss einfach nur mich ein bisschen umgucken. Na, komm her. Nom, so jetzt war. Gut. So. Okay, das ist leider wieder nur eine 10. Moment, wo waren hier nochmal das? Ach so, ja, in einer der Schachteln. Das war die, was so herausstach. So heraussticht. Warte mal, habe ich diese Wolke überhaupt schon? Ich glaube schon, ne? Was? Ach nö! Die Wolke habe ich übersehen! Da war die letzte Blume! Ach du heilige Scheiße! What the hell? Dann fehlt jetzt nur diese eine rote Münze, aber wo steckt die? Ich bekomme ernsthaft einen Paper Mario Vibe von diesen. Oh. Von diesen Zusammenbasteln von. Also von dieser Bastelaktion gerade. Wo wir die Schienen wieder zusammenfügen. So, ich sorge nur dafür, dass ich jetzt auch 6 Eier habe. Zur Sicherheit. Gibt nur noch die eine Münze, die muss ich auch noch finden. Wo habe ich die übersehen? Da muss irgendwo ein. Nicht irgendwo ein Geschenkkarton wieder. In der Nähe. Hab ich hier mal eine Münze übersehen? Oh Gott, hoffentlich weiß jetzt nicht diese eine Münze, ich schwöre. Dann weiß ich halt, wo ich was verpasst habe. Oh, ich musste den abschießen für... Naja, aber ich habe auch nur Münzen dafür bekommen. Okay, die im Hintergrund abschießen bringt nichts. Aua. Da ist echt zu viel los hier. Kommt man gar nicht hinterher. Wow. Come on, jetzt zeig mir doch, wo die letzte Münze stecken soll.
wird doch nicht im Vordergrund gewesen sein. Diesen ganzen Flapflaps oder wie, oder was? Ja, da habe ich auch schon alles, da brauche ich nichts. Steckt die Münze. Der Zug zum Stehen und wir stehen jetzt schon kurz vorm Ziel. Muss ich alle Gegner bezwingen? Ich glaube mal nicht, dass das sein muss. Hm. Nee, ich habe sie bislang nicht gefunden. What? Wo ist sie denn? Habe ich da was übersehen? Oh! Da war sie! OMG! Okay. Wissen wir das jetzt auch? Okay, geschafft! Haben wir schon mal die 100% der Vorderseite. So wie es gehört. So. Gemauserte Magneten, ha? Huh? Hm. Ja, aber ich habe jetzt gerade nicht so viel Aufnahmezeit. Das wird schwierig. Ja, komm, was soll der Geiz? Gemauserte Magneten. Okay. Oh, wie lang wird denn dieser Level? Ich habe schon 15 Minuten. Allein schon dafür. Hm. Ich weiß ja nicht. Sollte ich mich vielleicht lieber an... Ja, der benötigt auch wieder was. Und los, Losland? Was braucht er denn? Die Krone. Ja, okay. Haben wir eh schon mal gemacht. Hat aber vor noch nicht wirklich was gebracht. Im Vielfisch-Aquarium benötigt er noch diesen Tintenfisch. Er benötigt jetzt nichts an. Ach doch, die 5 Kühe beim Dampflokrennen. Ja komm, bevor ich jetzt so viel Zeit verschwende. Nein, wir machen erstmal mit dem nächsten Level weiter. Was soll's, dann wird der Part halt länger und... Ja, wird jetzt halt verspätet kommen, was soll's. Ist eh schon beim letzten Part, bei den Parts so passiert. Weil ich wollte es ja eigentlich pünktlich rausbringen. Ja, aber ich nehme sie gerade so ziemlich... Wir sind so gerade so ziemlich live, weil ich am Vortag erstmals nur 4 Parts aufzeichnen konnte. Aber... Dann ab Part 9 werden sie pünktlicher, die Parts. Oh, die Sperrgeist natürlich. Ja, jetzt haben wir den Magneten im Mund. Ist das... Das ist eine Softdrinkdose natürlich. Das bringt auch nichts, weil da ist nämlich ein Fragezeichenblock da hinten. Das müssen wir besser positionieren. Na, warum immer so weit oben? So, jetzt aber. Jetzt. Na komm! Mal euer verdammtes Schild weg! So, jetzt aber. Ey! Ah, jetzt ist mir entwischt. Okay. Jetzt wird ein paar Münzen. Muss man echt richtig zielen hier. Thank you.
Was sind diese Fragezeichen? Felsen hier. Aber die bringen ja auch nichts. Wie ich das so feststellen darf. Und ich habe zu spät bemerkt, dass ich gerade die Dampflok anhab. Das wollte ich nämlich nicht. Ich wollte wieder den Level ohne diesen Ding durchstarten. Also ohne diese... ohne das Kostüm. Es tut mir leid, Leute. Okay, ab dem nächsten Level werde ich das wieder ausziehen. So, Leute, schnell, schneller, bitte, dass es sich bemerkt. So, gib mal her. Die erste Grinseblume. Da wird der... scheint... Oh ne, was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte jetzt nicht wegwerfen. Ah, shit, weil dann könnte ich sonst noch brauchen. Jetzt habe ich den... Oh, okay. Dankeschön. Bin froh, dass der wieder unten spawnt. Dass man den wieder unten spawnen lässt. So, dreh dich um, damit ich dich einverleiben kann. So. Das waren auch gerade mal die ersten beiden Red Coins. Ah ja, ich sehe dich. Ich weiß, dass du da was Feines hast. Das ist bestimmt eine Red Coin. Verschwinde! Yes! Das Ding her. Damit spielt man nicht, ne? Yoaster Cookies Squares. Macht man schon Werbung für diese Yoshi-Kekse? Sieht aber lustig aus, dieses Werbeplakat. Ja, die werden selbst verdammt nochmal in die verdammten Eier mit dem Schild ab. Gut, wenn er rauskommt, bam. Und die Grinseblume ist mein. Okay, da ist nichts. Ja, Mäuse mit Magneten voraus. Dann mal los. Ah ja, wir müssen den Strom verbinden, ne? Was soll ich denn hier? Oh. Kann ich jetzt drauf zielen? Nee. Was? Wie soll ich denn... Wie soll ich denn an diese Maus reinkommen? Ziehst du denn hin, Mann? Oh! Das ist lustig. Damit erschreckt man sie. So kommen wir an den Magneten ran. Aber wo wird der jetzt benötigt? Es hat mir eher danach ausgesehen, als müsste man da einen Stromkabel verbinden, aber in Wirklichkeit war das ein Schlauch und der war ja schon. Der ist ja schon, verbunden. Also der Schlauch. Da weiß es kein Stromkabel, das ist ein Schlauch und der ist ja schon hier mit den. Mit dieser Gummikatze verbunden. Dieser Ballonkatze. So, mehr benötige ich ja also nicht. Gut, dann gehen wir weiter. Oh! Aber ohne das Geschenkpapier gehe ich nirgendwo hin. So, ich brauche ein... Ich brauche mit den Magneten ein zusätzliches Gewicht, um das hier zu öffnen. Dreh dich jetzt immer um.
Ich will die Red Coins haben. Er dreht dich nur um. Was machst du denn? Hä? So, weg mit euch. Ja, wenn ich den Magneten wieder entferne, dann macht das Ding wieder zu. Autsch! Ja, das sollte ich lieber nicht versuchen. Ich hab's gecheckt. Ich bin nicht schnell genug. Ich kann sagen, dass ich auch noch meine ganzen Eier verliere. Gib die Münze her. Damit wird nicht gespielt. Ja. Sorry. Mit sowas sollte man nicht spielen, ne? Also lass das sein. Okay, wir können nur zweidimensional weiter. Wir können leider nicht den Vorder- und Hintergrund, wie es danach ausgesehen hätte. Umdrehen. So. Was ist das? Wow! Okay. Alter! Das war aber wirklich eine Bruchlandung vom Feinsten. Aua! Alter. Gott, da war ich... Da bin ich froh, dass ich doch, dieses Kostüm ertrage, sonst würde ich es wieder... Nee, würde ich wieder diese Challenge nicht schaffen. Um, diese Grenzeblume kriegen zu können. So, jetzt muss man hier einen Überblick verschaffen von der Situation. Wie komme ich jetzt denn hier hoch? Was ist jetzt eigentlich... Okay, jetzt aber. Ich dachte schon, was so. Ich dachte schon. Was ist denn jetzt los? Weil ich konnte das eine Obst da gar nicht einsammeln. Okay, geht sich noch aus. Ach, noch so eine Zeit-Challenge? Hatten wir das nicht schon vor? Oder war das jetzt im anderen Level? Nee. Das war, glaube ich, hier noch im selben Level. Ja. Da wird auch der Magnet benötigt, aber wo kriege ich da noch einen her? Beziehungsweise, wie bekomme ich den Magneten überhaupt darüber? Na gut, erstmal ist das hier. Versuchen zu schaffen. Oh, alle blauen Münzen. Oh Gott. Nein! Ah, toll. Das war nichts. Voll der Fail. Oh, nö. Ich konnte mich jetzt auch nicht darauf einstellen. Okay, ich will wenigstens hoffentlich die ganzen Red Coins haben. Sehr schön. Dann kann ich das halt noch mal nachholen. Aber mir wäre es lieber, wenn ich das mal in First Try schaffen kann. Aber das bringt nichts. Das schaffe ich. Das schaffe ich einfach nicht mehr. Ach. Gleich ist das Kostüm hin. So, jetzt aber. Fort mit ihm. Krieg ich den Magneten darüber? Oder? Ach, warte mal, jetzt ist das Tor offen. Jetzt komme ich so auf diese Art und Weise rüber. Okay, hab schon verstanden. Ich dachte, es würde sich nur wieder schließen. So, immerhin bekomme ich jetzt die hier.
Mir wär's lieber, ich hätte auch die von der Challenge bekommen. Aber kann man nichts machen. Moment, da ist noch ein Magnet oben. Ja, weil das braucht noch ein zusätzliches Gewicht. Wie komme ich an den anderen ran? Ach so. Okay. Ja, weil man konnte mit den Ei schon darauf ziehen, das hätte mir von vornherein klar werden müssen. So, jetzt aber komme ich hier rüber. Oh, sogar das Kostüm wird wieder vollständig aufgeladen. Das ist krass. So, da ist nochmal so eine Höhle mit Magnetmausern, die wir alle erschrecken müssen mit der Katze. Oh, das sind gleich zweimal. Die haben gleich zwei Magneten hier. Und einige von denen haben Münzen. Das heißt, ich muss die beiden Magneten kriegen und die Münzen gleichzeitig, bevor sie entwischen. Oh Mann, die sollen mir bloß nicht entwischen. Ach, blöder Magnet, geh mir aus dem Weg. So, die Hammer, die Münzen und jetzt noch die Magneten. Oh je. Oh nein! Dann kommt da einer mit dem Magneten. Aber die können wir wieder runtertreiben. Mal Schluss mit euch. So. Dass ich sie einmal erledige hier. Bevor die mir noch zu lästig werden. Die kommen alle durch diese Strohhalme. Die passen da auch noch durch. So, mir fehlt noch ein weiterer Magnet. So, den gebt ihr jetzt mal schon her. Alter, wie viele von euch sind denn da noch? Das sind immer nur zu viele. Ja, toll. Und da verschwindet der eine wieder. Na schön, ich muss den erstmals anbringen. Also, kommen sie nicht ran. Was, spawnen da etwa wieder neu oder was? Ich glaube es nicht tatsächlich. Gib den Magneten her! So. Jetzt verpieselt euch. Lästige Viecher. So, dann bekomme ich jetzt die hier. Wir lassen jetzt den anderen Magneten in Ruhe. Verschwindet bloß. Dahin, wo der Pfeffer wächst. Ja, weil hier werden zwei Magneten benötigt. Um auch diesen Weg freizulegen. Oh ja, ich wusste doch, dass da was steckt. So, noch drei Münzen. Ich hoffe, die bekomme ich noch. Nee. Was mache ich denn? Aha. Oh ja, wir haben sie. Sehr schön. Immerhin haben wir die Münzen. Runter mit dir. Oh, ruck. Leider nicht gut positioniert. So, da oben gibt's auch was.
Und da ist die letzte normale Grinseblume. Alles klar. Alter! Das Ending war auch schon ziemlich geil. Okay. Nice! Gut, dann fehlt halt nur noch diese eine Grinseblume. Die hole ich jetzt noch schnell nach. Ansonsten haben wir alles. So, geschafft. Haben wir den Level jetzt auch mit den normalen 100% abgeschlossen? Sehr schön. Alles klar, liebe Leute, dann wird es ab dem nächsten Part dann weitergehen. An dieser Stelle. Und ja, wenn ihr es gefallen wusste, Daumen nach oben und kommt auch nicht vergessen, dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for the Victor. Bis zum nächsten Part von Let's Play Yoshi's Crafted World. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.